Albany ist hineingegangen. Die gelbe Fahne geht hoch und da ist der Starterfolg an der 1400-Meter-Marke zum zweiten Rennen. Und an die Spitze, da setzt sich gleich Blaze an der Innenseite in den Schlenderhaar nach Farben vor Nadua. Dahinter sieht man dann auch Albany außen an der Innenseite daneben. Da galoppiert dann Libre vor The Sheer Beauty, vor Belcara. Dahinter dann Dibujaba und Ferry am Ende des Feldes. Die Kandidatinnen sind gleich ausgangs zur Gegenseite und zu Beginn des Schlussbogens unterwegs. Blaze zeigt den Weg mit gut anderthalb Längen vor Nadua. Dahinter dann Albany, an der Innenseite ist Libre vor The Sheer Beauty. Dahinter dann Belcara mit Dibujaba und zurück Ferry. So geht es aus dem Scheitelpunkt in Richtung des Einlaufs unter der Führung von Blaze mit Nadua an der Außenseite. Albany in den Libre vor The Sheer Beauty. Dahinter dann Belcara. Es geht in Richtung des Einlaufs. Keine Positionsveränderungen. Blaze in den Rails ist im Vorteil. Dahinter wird Nadua angefasst. Innen kommt Libre jetzt besser in die Partie. Nadua verliert ein bisschen an Schwung. An der Spitze ist sofort Libre. Libre jetzt vorne. Libre dahinter versucht jetzt Dibujaba zu kommen. Libre an der Innenseite mit dem Kommando vor Dibujaba. Dahinter folgt dann aber auch Belcara. An der Spitze ist aber Libre. Libre auf den letzten 100 Metern vor Belcara und Dibujaba. Libre, Libre mit zwei, drei Längen. Libre wird das Rennen gewinnen und Libre gewinnt. Dahinter dann auf dem zweiten Platz Belcara vor Dibujaba, dann Blaze vor The Sheer Beauty, vor Nadua und zurück dann Albany und Ferry.